Guck mal, wer bevölkern die Regierung, hier ist ein China mit Gesicht der Demokratie, das ist die offizielle Geschichte und die Werbung eine Menge Publicity. Es gibt keine Landschaft, die einzige Sache, die helfen nicht mehr obligatorisch sein Stimmrecht könnte. Die wichtigsten dieser Abstimmung zu Waffen zu verbieten, wenn sie optional wählen oder nicht, wie die individuellen, erscheint nicht so einfach zu nehmen. Denn als die ganze Familie, arbeiten auf die Politik, sie sind alle korrupt, beim Abendessen diskutieren sie die Fragen. Es ist ein Geschäft, Drogenhandel, Politik und Korruption, die alle mit allen Beteiligten sind, machen sie Geld, blind und tot. Fördert nicht nur nichts dazu auch einen Blick auf die folgenden, war ich auf dieses Denken an, dass in eins Land Porno ist ein Verbrechen, als Prostitution des Bildes, die den Verbrecher ist, einfache, der Index der Bilder, so dass sie zugänglich ist. Obwohl die meisten Probleme ist, dass sie sehr gut zugänglich sind, werden sie eine Karriere keinen Namen zu verteidigen, den Namen sie wirklich nicht mehr daran, aber wenn sie eine Wahl verloren oder werden von ihren öffentlichen Ämtern entfernt ihr Leben nur am Ende, weil sie geboren für solche Bewegungen, erinnere ich mich eines Fernsehsenders, das, setzen sie ein wenig rot auf großen Schnurrbart, war Absicht wollte er sich den Vorsitz der Kammer, der Clown des Augenblicks, ein Jahr und eins zwei Monate übernehmen vor. Aber es ist interessant die folgenden, wie beide unfähig, bekam immer Sympathie, weil der typische Manager der großen Konzerne sind nicht nichts tun, das passive Filter, Beobachter, sondern sie repräsentieren den Geist ihres Landes von Herkunft, einen Stempel der Arschlöcher aus der Kito zu den Älteren. Sie geboren Arschlöcher, Spitzel, Idioten aber gerne reden, reden für alle, verzögern mal zwei Kents, das Dumm von morgens bis nachts eins Milli sind politischer Natur. Und schauen Sie den ESP, Sie Spaß mit mir machen wollen, möchte, dass jeder, das ist, wie die Schützen geboren, ich mache einen schweren Job hier. Behavioralforschung. Open Source.